Hallo Welt, werte Bürger. Die Bayer AG ist in viele schmutzige Angelegenheiten verwickelt. Drei Beispiele werden wir euch nun vor Augen führen. Zunächst betrachten wir die Vergangenheit von Fritz Thiermehr. Dieser Mann führte in der Zeit des Nationalsozialismus medizinische Versuche im KZ Auschwitz III, Monowitz, an lebenden Menschen durch und wurde infolge der Nürnberger Verhandlungen 1945-1946 der Plünderung, der Sklaverei und des Massenmordes schuldig gesprochen und nur zu 7 Jahren Haft verurteilt. Er rechtfertigte sich folgendermaßen: Den Häftlingen ist dadurch kein besonderes Leid zugefügt worden, da man sie ohne dies getötet hätte. Direkt nach seiner vorzeitigen Entlassung wurde er zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Firma Bayer AG ernannt. Die Bayer AG hat demnach einem Nazi-Kriegsverbrecher eine bedeutsame Führungsposition zugesprochen. In den 80er Jahren hat die Bayer AG zudem ihren Einfluss in der Food and Drug Administration ausgenutzt, um inoffiziell riesige Mengen von Factor 8, einem Medikament für Bluterkrankheitspatienten, in den USA zu verkaufen. Es wurde in Europa und Asien bereits verboten, da es nachweislich mit HIV infiziert war. Bayer wollte nun die FDA nutzen, um die restlichen Mengen so schnell wie möglich in den USA abzusetzen, bevor man sie auch dort verbieten würde. Der Bayer AG waren Umsätze wichtiger als Menschenleben, und so infizierten sich viele Bluter durch die Medikamente mit dem HIV-Virus. Vor einigen Jahren produzierte die Firma Bayer das sogenannte Phytopharmazeutikum Neonicotinoid. Dieses Produkt war ausschlaggebend für das andauernde Bienensterben, und, wie jeder weiß, sind Bienen unersetzlich wichtig für unser Ökosystem. Bayer wird nun vor dem Gericht in Freiburg beschuldigt, für das Bienensterben verantwortlich zu sein, und Werner Wenning, ein Verwaltungsratsmitglied bei Bayer, wird demnächst mit dem Amtsgericht in Freiburg Kontakt aufnehmen. Führende Einrichtungen in den USA haben Versuche durchgeführt, um nachzuweisen, ob Neonicotinoide für Insekten tatsächlich gefährlich seien. Erst kürzlich, durch WikiLeaks veröffentlichte Dokumente, zeigen nun eindeutig, dass dieselben Wissenschaftler, die bereits das zuvor genannte Bienensterben erklären konnten, nun bestätigt haben, dass die von Bayer produzierten Nikotinoide tödlich für Insekten sind, wenn sie großflächig eingesetzt werden. Trotzdem hat die US-Regierung wissenschaftlich den Gebrauch des bereits genannten Nikotinoids Clothianidin genehmigt. Der mächtige Konzern Bayer, der 1956 einen Nazi-Peiniger unter seine Führung gewählt hat und in den 80er Jahren mit Hilfe der Food and Drug Administration aus Profitgier Millionen von Menschen der Gefahr von HIV ausgesetzt hat, tötet nun vorsätzlich massenweise Bienen und andere Insekten und bringt somit unser gesamtes Ökosystem in Gefahr. Wieder einmal wurden Menschenleben für die Umsatzzahlen des Bayer-Konzerns geopfert, wieder einmal wurde unsere Natur im Namen der kurzsichtigen Raffgier zerstört. Mit diesen Taten sichert ihr euch unsere Aufmerksamkeit. Bayer, wir sind Genanimes, und wir beugen uns nicht für deine dreckigen Machenschaften.